Hallo, ihr Wundervollen. Schön, dass ihr wieder da seid hier auf diesem Kanal. Heute wieder zu einer Wochenbotschaft. Und nicht nur das, ich habe noch eine andere Ankündigung mitgebracht. Und zwar sind die Tore zu unserer Tarot-Ausbildung wieder geöffnet. Die Tarot-Ausbildung von meinem Mann und mir. Dort wirst du in 12 Wochen zum Tarot-Spirit-Guide ausgebildet. Dazu erzähle ich dir aber am Ende der Legung mehr. Also wenn es dich interessiert, wenn du irgendwie ein Calling spürst, mit Karten zu arbeiten, für dich oder für andere, ja, dann bleib einfach dran und ich erzähle dir am Ende mehr. Und jetzt starten wir erstmal rein und gucken uns an, wie die Energien so stehen für die kommende Woche. Und wir schauen uns als allererstes mal die Hauptenergien an und gehen dann in 3 spezifische Situationen, die zusammenhängen können, aber nicht zusammenhängen müssen. So, lass uns doch mal reinschauen. Was haben wir hier als Hauptenergie fürs Kollektiv für die kommende Woche? Bitte einmal die Hauptenergie fürs Kollektiv. Und da wollt sie raus. Dann nehmen wir die auf jeden Fall. So, dann schauen wir auch noch mit dem schamanischen Orakel rein. Einmal auch hier bitte die Energien. Was ist die Energie? Was ist die, upsie, die Botschaft? So, für die kommende Woche. Dann gucken wir auch noch rein mit dem Mondorakel. Auch hier einmal bitte klare Botschaften fürs Kollektiv für die kommende Woche. So, und dann möchte ich noch ganz kurz eine Karte aus dem Green Witch Orakel ziehen. Und wir schauen noch da rein, was da noch die Zusatzbotschaft ist. Eine Zusatzbotschaft. Gut, super. Dann schauen wir uns das mal zuallererst an, bevor wir in die Details reingehen. Ja, wir haben ja alle immer im Kollektiv wirklich so eine Hauptenergie, einfach für jede Woche, für jeden Monat, ja. Das ist einfach eine Hauptenergie, die uns allen zur Verfügung steht. Und dann schauen wir, inwieweit drückt sich diese Energie in den einzelnen Lebensbereichen oder Situationen aus. Also, was haben wir denn hier? Wir haben einmal den Einfallsreichtum, den Kaktus, den Mond, okay. Du suchst irgendwie nach einem Einfall, einer Eingebung. Darum geht es. Du bist auf der Suche nach einer Eingebung und sie wird dich finden. Ja, hier haben wir Vertraue dem Universum. Vertraue, dass dich das, wonach du suchst, was du gerade nicht sehen kannst, die Lösung, die Antwort, dass dich das finden wird. Wassermann zeigt mir hier auch, das ist so eine Energie von, dich wird ein neuer Gedanke finden, etwas Neues, etwas Innovatives, etwas Erfrischendes, ja, wird dich finden. Und ich glaube es nicht, schaut mal, Trust, Vertraue. Es geht hier wirklich jetzt für euch alle, für uns alle, in der kommenden Woche ganz stark um das Thema Vertrauen. Wir sind irgendwie in so einem Nebel gehüllt, sehe ich. Ich sehe hier wirklich, wir sind in einem Nebel gehüllt. Es ist wenig Licht. Wir sehen nicht so ganz, wo es weiter lang geht, obwohl wir Lust hätten, uns weiter nach vorne zu bewegen. Und diese Karten, wow, 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 sagen alle, vertraue, vertraue dem Universum. Es wird kommen. Und er sei offen für neue Impulse, sei offen für neue Ideen, wehre das nicht ab, auch wenn das vielleicht etwas ist, was entgegen dem ist, womit du gerechnet hast. Denn der Kaktus, ne, der hat ja diese kleinen Nadeln, an denen man sich stechen kann. Und jetzt könnte sein, da kommen Impulse, Ideen, wo du sagst, nein, das will ich nicht. Lasse es an dich heran, vertraue, das Universum spielt dir das Richtige zu. Dann haben wir hier auch noch die 21 liegen, das ist die Welt. Damit eröffnet sich dir ein neues Universum. Wow, ich habe gerade Gänsehaut. Es wird sich dir ein neues Universum eröffnen, wenn du vertraust und auch das, was dir zugespielt wird, an Impulsen annimmst. Ganz ehrlich, Magic. Magic, wow, wow, wow. Ich bin wirklich ganz, ganz geflasht, weil genau das fühle ich auch gerade. Ja? Ich fühle das gerade so stark, diese Energie. Und bin sehr, sehr dankbar für die Impulse schon mal. Jetzt schauen wir näher rein. Ja, was heißt denn das für uns hier? Ich bitte um Situation Nummer 1 für die kommende Woche hier fürs Kollektiv. Wie zeigt sich das?
Wir haben den Wagen und den König der Kelche. Der Wagen war gerade umgedreht und der ist mir so richtig umgedreht auch ins Auge gesprungen, ja. Das zeigt mir hier gerade für die kommende Woche, dass es sein kann, dass etwas nicht so vorangeht, wie du wollen würdest. Oder auch, dass du dich nicht so frei und selbstständig fühlst, wie du wollen würdest. Dass auch deine Selbstständigkeit vielleicht gerade so ein bisschen hinkt. Ja, vielleicht ist das auch diese Sache, wo du gerade nach einer Eingebung suchst. König der Kelche kann jetzt hier tatsächlich jemand sein von außen. Wir schauen es gleich mit den Lennys näher an. Aber König der Kelche kann jetzt hier ein Coach, ein Mentor sein, kann aber auch eine ratgebende Person sein im Außen. Tendenziell männlich, aber es könnte auch eine Frau sein, die sehr viele männliche Anteile hat. Und diese Person ist sehr feinfühlig, sehr sensibel, sehr spirituell. Auch wenn sie vielleicht von sich selber sagen würde, ich bin nicht spirituell, ne? Aber sie ist sehr angebunden, diese Person, und aktiviert in dir die richtigen Impulse, dass wieder etwas zu fließen beginnt. Wir haben hier auch das Wasserelement. Es geht hier darum, dass wieder etwas zu fließen beginnt, was gerade nicht so fließt, wie du es möchtest. Ja? Was ich hier auch habe mit dem König der Kelche, ist so ein Stück weit, dass es dir gerade sehr, sehr schwer fällt, deine Gefühle mitzuteilen, deine Gefühle, das, was du in dir wahrnimmst, nach außen zu transportieren, zum Beispiel in deiner Selbstständigkeit, aber auch in Beziehungen. Und es gerade deswegen dazu führt, dass es nicht so richtig weitergeht, ja, weil es ist etwas in dir stuck. Es ist so wie stuck und dir fehlt der Einfall, wie du das übermitteln kannst, wie du das sagen kannst, wie du es ansprechen kannst, wie du etwas ansprechen kannst. Das ist, was ich hier so als Energie sehe. Jetzt gucken wir mal in die Lennys rein. Bitte hier die näheren Details. So. Ja, also. Das Neue ist gerade so ein bisschen, lässt auf sich warten. Etwas Neues, eine neue Phase in einer Beziehung, eine neue Phase im Business, das lässt gerade auf sich warten im Job, ja. Da wartest du einfach und sagst, Mensch, ich weiß aber einfach nicht, was ich dafür jetzt gerade tun kann. Es ist so ein bisschen, als wäre mir so die Kehle abgeschnürt, dass ich da etwas sagen kann. Ja, und es kann eben sein, dass jemand von außen kommt, auf dich zukommt und dich erreicht. Dich erreicht, deine Seele erreicht. Hier haben wir auch das einfach dieses innere Kind einfach dich da berührt und dadurch etwas in dir wieder entfacht und zum Fließen bringt. Was ich hier aber auch habe, ist Verspieltheit. Es geht hier ganz viel um das Thema verspielt. Vielleicht bist du gerade so ein bisschen sehr am Nachdenken, wie du etwas äußern kannst, was dir auf dem Herzen liegt. Und du bist sehr in dieser Sparte gefangen von richtig und falsch, wo mir jetzt aber die Karten sagen, sei da ganz verspielt und kindlich, geh da ganz naiv dran an die Sache, ganz erfrischt, ganz einfach wie ein Kind, das weiß, ich kann nichts falsch machen, sondern dass da einfach so verspielt ist. Und dann wird auch das Neue kommen. Also wir haben das Neue hier einfach liegen, das gerade nur den einen Schubser hier braucht, der aber auch kommen wird, sehe ich hier in dieser Woche. Okay, lass uns mal weiterschauen. Was haben wir hier noch für eine Situation? Was haben wir hier noch für eine Situation, bitte fürs Kollektiv? Die zwei der Schwerter und die neun der Stäbe. Du wirst eine Entscheidung treffen. Du wirst hier wirklich eine Entscheidung treffen, die auch schon länger in deinem Kopf war. Eine Entscheidung, die etwas damit zu tun hat, dass du auch ein Stück weit etwas Altes hinter dir lässt und wirklich in was Neues reingehst. Und du wirst innerlich klar sein mit der Entscheidung und äußerlich aber noch so ein bisschen, es ist ganz neu, ja, aber du weißt, es ist für dich der richtige Weg. Also was ich hier auch klar habe, ist, dir kommt dieser göttliche Impuls, was die richtige Entscheidung ist, sodass du sie dann treffen kannst, ja, und dass du dann weiter nach vorne gehen kannst. Und es ist auch hier göttlich geführt, ja. Mit was haben wir es denn hier genau zu tun? Diese Entscheidung.
Du teilst das jemandem auf jeden Fall mit, diese Entscheidung, ja? Es könnte auch damit zu tun haben, dass du irgendwie einen Brief, eine Nachricht bekommst und dadurch weißt, jetzt muss ich mich entscheiden oder du liest irgendwo etwas. Und das ist so wie der letzte Punkt, Triggerpunkt, der dich jetzt zur Entscheidung antreibt. Und das ist ganz wichtig, die Entscheidung. Das ist eine große Entscheidung, auch wenn sie vielleicht äußerlich gar nicht so groß aussieht. Aber das ist eine Entscheidung, die lässt auch wirklich diese Nebelwolken, von denen ich gesprochen habe, und auch dieses, ich weiß einfach nicht weiter und das ist gerade düster und dunkel und schwer, lässt das verschwinden. Ja, das lässt es verschwinden. Also da ist eine Entscheidung, in welchem Bereich auch immer die bei dir liegt. Ja, das wird mir hier jetzt gar nicht gerade angezeigt. In welchem Bereich auch immer sie liegt, es ist eine Entscheidung, die dich aus einem alten Schmerz herausführen wird. Kannst ja gerne mal schreiben, wenn du weißt, so, ja, darum geht's bei mir. Schreib's gerne mal. So, lass uns weiterschauen. Was haben wir hier noch für eine Situation? Was haben wir hier noch für eine Situation für das Kollektiv hier? Page der Schwerter, beziehungsweise Prinzessin der Schwerter und drei der Stäbe. Da haben wir nämlich mit den Pagen der Schwerter auch so ein bisschen diese Energie vom Wassermann. Etwas Unkonventionelles tun, etwas tun, was außerhalb der Komfortzone liegt. Etwas tun, was vielleicht auch nicht jedem gefallen wird. Vielleicht auch ein Gespräch führen, das erstmal so ein bisschen unangenehm ist zu führen, was aber dich hier auf den Erfolgskurs bringen wird. Also ich habe hier den Eindruck, du gehst einen Schritt, der nicht vorhersehbar ist. Der könnte zusammenhängen mit der Entscheidung hier. Du tust etwas, was nicht vorhersehbar ist. Du sprichst etwas an, was jetzt so nicht absehbar ist, dass du das auf diese Art und Weise ansprechen wirst. Ja? Es ist überraschend. Du bist sehr überraschend in deinem Auftritt. Du überraschst andere. Du versetzt andere schon fast in Staunen, aber auch in so ein bisschen einem positiven Schrecken. So, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass sie oder er das und das tut. Ich habe auch den Eindruck, dass du hier dich von gewissen Fesseln der Vergangenheit löst, vielleicht auch von Menschen, dass du hier für den Moment hier einfach aufräumst, aus dem Weg gehst, dich befreist und hier wirklich drei der Stäbe absolut in eine positive Zukunft für dich gehst und es deswegen so wichtig ist, dich freizuschlagen von gewissen Menschen oder Dingen auch und auch eben gewisse Gespräche zu führen oder einfach auch mal nicht zu führen. Ganz wichtig, der Page der Schwerter ist auch so eine Energie, dass du auch mal erkennst, wo brauche ich mit jemandem nicht mehr diskutieren, sondern kann einfach sagen, du, wenn du meinst, dass das deine Meinung ist, ich habe da gar kein Interesse, da weiter mit dir drüber zu reden und sich abzuwenden. Auch das ist der Page der Schwerter, also der durchtrennt auch diese Fesseln, wo man dann nochmal diskutiert, nochmal was erklären will. Nee, musst du nicht. Das ist so ein bisschen eine rebellische Energie, die einfach sagt, ich bin jetzt dran, ich durchschneide jetzt hier Fesseln. Ich führe nicht mehr tausend Gespräche und argumentiere und erkläre mich. Ich gehe meinen Weg. Und das ist aber genau das, was dich auf Erfolgskurs hier auch bringt. Auch ein Stück weit dich vom Gefallenwollen abzuschneiden, kommt mir hier rein. Aber wir schauen uns das jetzt noch näher an. Auf was bezieht sich der Page der Schwerter genau und die drei der Stäbe? Der Erfolg. Glück. Du gehst für dein Glück. Du gehst für dein Glück und weil du für dein Glück gehst, geht es genau darum, vielleicht die ein oder anderen Fesseln durchzuschneiden oder auch mal für dich einzustehen. Und das muss nicht immer der eleganteste Weg sein, ja? Pate der Schwerter ist nicht immer super, super, super elegant, aber er tut einfach das, was getan werden darf, damit er sich befreit. Ja, also das heißt, es kann sein, dass du mal so ein bisschen schnippisch reagierst auf jemanden, aber dann ist das auch gut, weil das einfach gerade für den Moment ein bisschen Separation schafft. Es kann sein, dass du einen unkonventionellen Weg einschlägst oder etwas tust, was jetzt ein bisschen holprig erstmal noch ist, aber ist egal. Es ist etwas, was dich in eine neue Timeline führt. Und die drei der Stäbe steht hier definitiv für das Thema
Seelenweg, Seelenplan für dein Schicksal. Auch es ist dein Schicksal, diesen Weg hier zu gehen. Und ja, dafür braucht es einfach manchmal das Schwert des Pagen. Und dafür braucht es auch manchmal diese Energie der Page, der denkt nicht lang nach, der macht einfach. Der denkt nicht drüber nach, ob er was falsch machen könnte, der macht einfach. Ja? Und das ist genau das, was wir hier auch gesehen haben. Es könnte durchaus für dich auch zusammenhängen. Denn was wir hier auch gesehen haben, ist dieses Nachdenken und dadurch in eine Stagnation geraten, dass etwas Neues kommen kann. Versus wie ein Kind, wie ein Page, der ja auch für das Kindliche so ein bisschen steht, wie ein Page einfach mal loszumachen. Einfach mal ganz unbedarft dran zu gehen und dadurch aber sich in die Freiheit zu führen, in die Befreiung zu führen. Also ich habe das hier definitiv hier bei dem Thema Stabilität, Sicherheit, Beruf, genauso wie hier mit dem Wagen die Tendenz dazu. Und da habe ich hier so ein bisschen, könnte es auch mit der Liebe zu tun haben, aufgrund der Nachricht hier, dass irgendwie eine Nachricht, eine Botschaft kommt und du jetzt einfach gefragt bist, dich zu entscheiden oder auch über eine Nachricht, eine Botschaft, eine Entscheidung jemandem mitzuteilen. Ja? In jedem Fall habe ich hier ganz viel diese Energie der Befreiung liegen und dass du dem Universum vertrauen darfst, dass zur richtigen Zeit die richtigen Impulse kommen, um dich zu befreien. Also das ist die Woche des Befreiungsschlags und dann haben wir hier auch noch den Eremiten, der wirklich auch versucht wieder oder nicht nur versucht, sondern wirklich dafür steht, auch die Dinge, die Details zu ordnen und auch den Überblick wieder zu erlangen. Ja, es könnte sein, dass du gerade das Gefühl hast, wie ich es vorher gesagt habe, du bist im Nebel, du hast gerade keinen Überblick und du versuchst auf allen Ebenen gerade, und das tust du auch, Überblick wieder zu erlangen. Und dafür möchtest du auch gerade gar nicht von außen irgendwas, du darfst ganz bei dir sein und in dich hineinfühlen, was zu tun ist. Ja? Und du führst dich in eine magische Zeit hier. Hier haben wir den Magier. Du führst dich in einen magischen Neubeginn. Und ja, dafür muss ganz oft erstmal Chaos entstehen. Und das ist, was du, glaube ich, gerade ganz stark fühlst, ja, auf allen Ebenen. Dieses leicht Chaotische, aus dem gehen wir aber raus, ihr Lieben. Ja? Es ist eine sehr luftige Energie, die Energie auch der Kommunikation und auch die Energie wirklich der Befreiung und des wieder durchatmen Könnens. Ja, das haben wir hier übrigens Basilikum, also vielleicht ein bisschen mehr mit Basilikum kochen, trägt wirklich die energetische Signatur hier von Vertrauen. Also nutze das, kauf dir auch so ein Basilikum im Topf, stell ihn dir zu Hause hin, nutze ihn wirklich. Das könnte hier dich einfach auf energetischer Ebene unterstützen und mich würde mehr interessieren, hilft dir das, solche Impulse auch wie mit dem Basilikum. Ich habe auch früher noch mal mehr mit diesen Heilsymbolen gearbeitet. Schreib mir mal, ob dir das hilft. Das würde mich total interessieren. Ich liebe so etwas, wenn wir uns einfach mit solchen Tools unterstützen können und da einfach den Support sozusagen bekommen, auch von außen über zum Beispiel Heilpflanzen, Heilkräuter oder allgemein einfach über Lebensmittel, die ja auch alle eine energetische Signatur tragen. Yes, wow, wie schön. Also an dieser Stelle, ich sage gleich noch was zur Ausbildung zum Tarot Spirit Guide, weil ich weiß, es interessiert viele von euch. Aber an dieser Stelle erstmal danke fürs Einschalten und Zusehen bei der Wochenbotschaft. Ich freue mich sehr, sehr, sehr von dir zu lesen. Gerne Kanal abonnieren und auch einen Daumen nach oben geben. Das freut mich immer, damit supportet ihr den Kanal, dass ich das weiterhin für euch machen kann. So, und jetzt möchte ich noch was sagen. Tarot Spirit Guide hat eben seine Tore eröffnet. Dort führe ich dich über 12 Wochen hin zu einer ganz, ganz tiefen Verbindung zu deiner inneren Weisheit. Denn du lernst bei uns nicht einfach das Tarot lesen, so wie es in 1000 Ratgebern steht. Meiner Meinung nach ist nicht das, was die Welt braucht. Die Welt braucht deine einzigartige Weisheit und zwar, wie du mit dem Tarot arbeitest. Und da unterstützen wir dich. Wir führen dich wirklich dorthin, dass du mit deiner inneren Weisheit wieder ganz nah co-kreierst, dir wieder ganz viel Vertrauen in dir, zu dir und deinen Fähigkeiten hast. Und dann bekommst du on top natürlich noch unser Wissen rund um das Tarot. Und ich gebe dir alles, was ich in den letzten Jahren ja über das Tarot gelernt habe, das bekommst du on top natürlich auch noch. Ja, es ist eine vollwertige Ausbildung über 12 Wochen. Wir haben sogar 2 Wochen erweitert, weil wir einfach merken, wir wollen noch mehr in die Tiefe gehen mit den Teilnehmern. Es sind schon wundervolle Frauen dabei, auch teilweise
einige Frauen, die einfach nochmal mitmachen wollen, weil es so magisch war. Also du siehst, es ist ja unglaublich. Lies dir gerne auf der Webseite mal die Feedbacks durch, schaust dir an und fühl mal rein. Wenn es dein Calling ist, bin ich sehr, sehr gerne für dich da und du bekommst auch ein Zertifikat. Ja, also so, du kannst das zum einen als Selbsterfahrung hier nutzen und einfach wirklich für dich in diese tiefe Seelenverbindung zu dir und deiner inneren Weisheit und dein Hellsinnen auch treten. Und gleichzeitig lernst du auch von uns, wie du das, wenn du das möchtest, auch für andere zur Verfügung stellst und damit sogar Geld verdienen kannst. Ja? Also du bekommst quasi das Gesamtpaket und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Es ist nicht für jeden, ja. Und ich sage auch immer dazu, es bedarf auch ein Commitment für diese Reise. Ja? Es bedarf ein Commitment, sich für 12 Wochen dieser Reise zu committen und wirklich dort hinein zu fallen. Ja? Und auch wirklich sich mit allem, was dazu gehört, zu begegnen. Denn dadurch aktivieren wir die innere Weisheit. Ja? Nicht nur das Licht, auch der Schatten gehört dazu. Und wir fallen tief, tief, tief hinein in uns und in die Weisheit auch des Universums. Und dazu muss man bereit sein. Und wenn du das bist, freue ich mich auf dich. An dieser Stelle vielen Dank und bis ganz bald, die Patti.